unsere Daten. In den letzten Tagen hören wir in den Nachrichten immer wieder, du schütze deine Daten, deine Daten. Und wir sehen Demonstrationen, wir erleben, wie so Aktivisten teilweise auf den Straßen Feste feiern. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin für Feste feiern, das ist gut. Jedoch werden diese armen Menschen abgelenkt von dem, was ist, und nach dem Motto Divide et Impera. Wie ist dieses Motto zu verstehen? Es haben viele Herrscher in der Geschichte der Menschen diesen Satz als Anlass genommen, oder einer der bekanntesten wahrscheinlich Adolf Hitler in seinem Mein Kampf, wo er öffentlich schreibt, wenn du also herrschen willst, dann musst du teilen. Stellen Sie sich vor, was würden all die Inder und Pakistani machen, wenn sie plötzlich nicht, wir die Hindus, wir die Moslems, sondern wenn sie plötzlich in Liebe aufeinander zugehen würden. Was wären dann überhaupt noch Grenzen? Und was würden all die Menschen machen, die von dem profitieren? Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, warte, das ist ziemlich schnell, was meinst du mit meinen Daten und Divide et Impera? Überlegen Sie sich einmal, wen interessiert es, ob Sie sich am Abend hin und wieder einrauchen, ob Sie in einem Gläschen Rotwein verrönen, was Sie sich mit der Mieze-Tante schreiben oder dass ich als Zahnarzt hier ein paar Videos oder ein paar Zahntexte auf Google gespeichert habe. Wen interessiert es wirklich? Ja, die Polizisten, die werden die ganze Zeit indoktriniert, damit sie die kleinen Dealer verfolgen, die täglich ein paar Gramm Haschisch verkaufen. Wir werden mit Fragen beschäftigt, naja, ist das Sucht, ist das nicht Sucht, Alkohol, ist das eine Droge, ist das nicht eine Droge? Und dabei werden wir so abgelenkt von wichtigen Themen. Jetzt werden Sie sich fragen, welche Themen werden das? Es ist zum Beispiel interessant, dass wir im Jahr 2012 1730 Milliarden für Rüstung ausgegeben haben, aber nur 120 Milliarden für karitative Projekte. Es ist zum Beispiel interessant, wieso Großkonzerne wie die Raiffeisenbank in Österreich, diese Bank macht mehr Umsatz als das österreichische Bruttoinlandsprodukt, keine Steuern zahlt. Es ist interessant, wieso täglich 40.000 Menschen an Hunger sterben, wo in Großstädten enorm viel weggeschmissen wird. Es ist interessant, was mit all unseren Steuergeldern, mit unserer Energie passiert. Und solche Dinge wie mit Schütze deine Daten dienen nur der Ablenkung von dem, was ist. All das, was man von ihnen zu wissen braucht, weiß man sowieso schon. Man weiß, wo sie mit ihrer Bankomat-Kreditkarte einkaufen. Anhand ihrer IP-Adresse weiß man genau, was sie im Internet machen. Nur man wird oder man verblödet uns mit diesem Aspekt, du, deine Daten, die sind ja so wichtig. Nein, sie sind nicht wichtig. Ich wäre sogar dafür, dass wir alles freilegen, weil dann würden wir beginnen zu reden über was ist. Und durch die Vernetzung dieser Daten könnten irrsinnig viele interessante Phänomene aufgedeckt werden. Jetzt werden Sie sich fragen, was zum Beispiel? So könnte man zum Beispiel sehen, dass sich die Lebenserwartung nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark erhöht hat, als flächendeckend Kühlschränke eingeführt wurden, dass die Medizin keine Erkrankung bisher geheilt hat, egal ob sie sich Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose, bösartige Tumore hernehmen, all das steigt exponentiell zur Weltbevölkerung an. All das würde man durch die Vernetzung der Daten erkennen und wir könnten viel früher darauf reagieren. Wir würden dann vielleicht aufhören, den Kapitalismus den Asiaten und Afrikanern ständig als Erfolgsmodell zu verkaufen, sondern würden erkennen, dass wir mit diesem System sehr viele Ressourcen, sehr viele Menschen, aber auch Umwelt zerstört haben und würden schneller beginnen nachzudenken über Alternativen. Zudem hätten wir enorme Einsparungen. Stellen Sie sich vor, wenn
Ärzte auf einheitliche Befunde zurückgreifen könnten, auf einheitliche Röntgenbilder. Jeder Arzt muss heute sein eigenes Röntgenbild machen, seine eigenen Untersuchungen. Es gäbe eine Datenbank, wo das alles drinstehen würde. Diese Daten müssen ja eine Zeit lang auch gesichert werden. Auch das würde wegfallen. Das würde natürlich auch heißen, dass wir dann uns überlegen, naja, sollen Versicherungen überhaupt noch Geld machen? Woher ist das eigentlich gekommen? Wie ist das entstanden? Eigentlich diente die Versicherung ja dazu, um das individuelle Risiko durch das Kollektiv abzufedern. Das ist ja heute nicht mehr so. Wenn Ihnen heute was passiert, dann findet man in den AGBs, in den Klauseln sofort eine Möglichkeit, wie man sagt, du leider, da hast du keinen Versicherungsschutz gehabt. Weil heute geht es doch nur darum, dass man Gewinne macht. Und dadurch, dass wir uns beschäftigen lassen mit Diskussionen wie hey, du schütze deine Daten, die sind ja so wichtig, dadurch werden wir abgelenkt, um nachzudenken über das, was ist. Wir erkennen immer sehr leicht bei anderen, wie lächerlich gewisse Entwicklungen im kollektiven Bewusstsein sind. So haben wir jetzt gerade die Diskussion in Saudi-Arabien, wo man also offen darüber diskutiert, naja, sollen Frauen jetzt auch Auto fahren dürfen und den Führerschein machen? Und da gibt es also Männer, die sagen, oh nein, das ist gefährlich und die Frauen können vergewaltigt werden und. Sie glauben doch nicht wirklich, dass der Prinz, der da in der Weltgeschichte herumchattet mit seinem Flugzeug auf den wildesten Partys ist, in New York, in Nizza, in was weiß ich wo, und sehr gut lebt, dass der noch daran zweifelt, ob eine Frau jetzt mit Führerschein fährt oder nicht. Aber nein, er ist unbewusst. Und die Menschen in dem Land sind auch sehr viele unbewusst. So wird ein Umstand ausgenutzt, um die Menschen dort zu teilen, um sie sozusagen fügig zu machen. Der Prinz, der arbeitet mit europäischen Regierungen. Wir profitieren davon, von dem Öl. Dort in dem Land profitieren wieder nur ein paar wenige. Und viele, viele müssen leiden. Die Diskussion, ob Frauen einen Führerschein machen sollen, wäre hier in Europa undenkbar. Es ist nur eine Bewusstseinsreise, auf der wir uns befinden. Und vieles während dieser Bewusstseinsreise ist mit sehr viel Leid assoziiert. Das wäre aber nicht nötig, wenn wir anfangen würden zu reden über was ist. Würden wir nämlich anfangen, über solche Sachen zu reden, dann könnten wir solche Dinge auch sehr schnell ändern, weil alles ist immer nur durch die Massen geändert worden. Noch nie hat sich ein Kaiser selber abgesetzt und auch der Prinz wird sich nicht selber von sich aus ändern, sondern wir, der Organismus Gesellschaft, kann das ändern. Und das beginnt damit, dass sich jeder selber ändert. Nach dem Motto, stell dir vor, morgen ist Krieg und keiner geht hin. Und wir hier in Europa sitzen und lächeln und erkennen aber dabei nicht, dass auch wir selber in unserem kollektiven Bewusstsein manchmal Schranken haben. Scheiß doch auf die Daten, legen wir doch alles offen. Stellen Sie sich vor, wir wüssten dann endlich, was mit all unserer Energie passiert. Wir als Gesellschaft leisten so viel wie noch nie jemals zuvor. Trotzdem hören wir die ganze Zeit über Wirtschaftskrisen und wir hören über Mangel und man macht uns Angst. Man macht uns Angst mit irgendwelchen Taliban, die in der Wüste auf abgemagerten Gauls herumreiten und mit rostigen Kalaschnikows ganze Nationen, die über das modernste Heer verfügen, die ganze Nationen bedrohen. Würden wir die Daten offenlegen, viel schneller beginnen zu reden über das, was ist. Und ich glaube, dann würde so einiges den Massen klar werden. Es liegt an uns, wie lange wir uns noch ablenken lassen durch solche Scheindiskussionen, du schütze deine Daten. Oder ob wir einfach aufstehen und sagen, du, ja, wenigstens zu verbergen, scheiß auf die Daten. Legen wir doch alles frei und nützen wir sogar diese Daten. Nützen wir diese Daten für ein gemeinsames Miteinander und nicht mehr ein Gegeneinander. Das wäre wirklich eine Evolution. Wir brauchen keine Revolutionen mehr.
Was würde das im alltäglichen Leben jetzt bedeuten? Was könnte ich ändern? Ich könnte zum Beispiel, bevor ich demonstrieren gehe und mich um meine Daten kümmere, mir anschauen, wie geht die Bank oder wie geht die Bank mit den Steuern um? Schlagwort Raiffeisenkonzern. Und ich wechsle die Bank. Es gibt sehr viele Banken, die mittlerweile einen ganz einen neuen Kurs eingeschlagen haben. Ich könnte mich damit beschäftigen, ob das alles Bio sein kann, was ich da eigentlich jeden Tag in den Großkonzernen Billa, Lidl, Merkur, Aldi und Co. kaufe. Ich könnte in so vielen Bereichen anfangen, mich zu verändern, mich lebendig zu fühlen und mich nicht mehr ablenken lassen, mich nicht mehr teilen lassen durch zum Beispiel meine Daten. Alles Gute!